Fehlende Grenzkontrollen während der Flüchtlingskrise haben Verbrechern Tür und Tor geöffnet. Dieser Meinung ist zumindest Kriminalkommissarin Tanja Kamburi. Wir haben uns Kriminalität importiert, die wir vorher nicht hatten, so die 32-Jährige. Zudem klagt sie über die Respektlosigkeit vor allem junger muslimischer Männer. Schon deren Kinder würden Polizisten beschimpfen. Die Beamten stehen den Problemen immer hilfloser gegenüber und müssten sich weiter zurückziehen. Dadurch verlieren wir die Hoheit auf den Straßen, so Kamburi. Viele Probleme würden gar nicht in die Öffentlichkeit getragen, man wolle das Volk nicht mit Negativmeldungen aufhetzen, so die Polizistin. Doch sie befürchtet, dass irgendwann alles ans Tageslicht kommen wird und der große Knall nur eine Frage der Zeit ist.